Servus Leute, herzlich willkommen im Pälzerwald. Ich habe endlich mal wieder Zeit und Muße für eine schöne Wanderung. Und zwar auf dem Münchweiler Höhenwanderweg. Aber das nicht genug. Ich habe auch den großen Rucksack dabei. Mit Übernachtungskram. Und werde die Tour sozusagen in zwei Täler teilen. Also irgendwo bei der Hälfte suche ich mir ein schönes Plätzl und mache eine schöne Übernachtung. Ob ich das alles in ein Video packe oder in zwei, weiß ich noch nicht, da habe ich noch keinen Plan. Ich denke aber, ich werde wahrscheinlich ein langes Video machen. Ihr könnt ja dann, wenn ihr das Wandern nicht sehen wollt, vorspulen bis zur Übernachtung. So, aber jetzt genug gebabbelt. Auf, los geht's los. Das wird das erste Ziel sein, der Panoramablick. Wie man sieht, ist schon recht stark Herbst. Es ist Ende Oktober, der 30. um genau zu sein. Heute Nacht soll es auch, ja, 0 Grad geben, minus 1. Wir werden sehen, wie es wird. Die Tour startet am Bahnhof von Münchweiler an der Rotalp. Alle Informationen zu der Tour wie gewohnt in der Videobeschreibung. Ja, der Höhenwanderweg Münchweiler ist ein Rundwanderweg. Gemäß meiner App hat er knapp 70 Kilometer. Ich habe vorhin auch was von 21 Kilometer gelesen, ich bin mal gespannt. Und wie ich dann auch mal vermuten lässt, geht es noch am Bahnhof, der ja auf gewöhnlichem Tal liegt. Erstmal ein gutes Stück bergauf, um Höhe zu gewinnen. Momentan lebe ich gerade gemütlich, wenn wir gerade entlang zu dem ersten Wegepunkt zum Panoramablick. Das hier scheint mir der erwähnte Panoramablick zu sein. Da drüben auf dem Hügel ist auch ein Buch, aber ich kann euch jetzt leider nicht sagen, was für eine das ist. Ich versuche es rauszufinden und werde es dann unten in die Videobeschreibung einfügen. Jetzt geht es wie eine kleine steile Fahrt wieder bergab, hoppla. Herrlich, ich liebe so Pädelchen durch den Wald. Die Beschilderung ist auch auf dem Wanderweg wieder narrensicher. Am Bauwall der Fels will ich auch mal gucken, ob ich da vielleicht ein Plätzl finde zum Übernachten. Also ich kann sagen, bisher läuft es ganz gut. Der erste Anstieg vom Bahnhof hoch, der war nicht ohne. Aber jetzt ist sehr schön zu laufen. Ich schätze, ich habe noch ca. 2 Stunden bis zu der Dämmerung. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich nicht länger wie eine Stunde bis zu dem Bauwald der Fels brauche. Ja, das ist zwar noch nicht ganz die Hälfte von der Strecke, aber ich habe ja Zeit, morgen. Gucken wir mal, was auf mich zukommt. Also das ist auch mal ein interessanter Pilz. Bisher erfüllt sich auch mal Hoffnung, dass es hauptsächlich auf einem Höhenzug entlang geht. Weil das heißt, dass der Wald um mich herum
relativ eben ist. Was die Lahrheitplatzsuche natürlich deutlich vereinfacht. Das ist doch die Burg, die wir vorhin schon gesehen haben. Also ich muss unbedingt, wenn ich daheim bin, auf der Karte gucken, was das für eine ist. Da hat es Harz im großen Stil. Dann nehme ich auch mal gleich mit für heute Abend fürs Feuer. Diese Ruine, wo da dauernd in Sicht kommt, das scheint diese Ruine Gräfenstein zu sein. Leider geht der Weg aber nicht dorthin. Und die Bank werde ich jetzt mal nutzen, um ein bisschen Nahrung und Flüssigkeit zuzuführen. Falls es jemand interessiert, was für einen Rucksack ich benutze, das ist der Ranger von Tasmanian Tiger, ein 60 Liter Rucksack. Und der hat unter anderem einen großen Vorteil. Man kann den nicht nur von oben beladen aufmachen, sondern man kann das Fach von unten öffnen, das Hauptfach. Man hat dann super Zugang zu seinem ganzen Inhalt vom Rucksack. So, Rucksack auf und weiter geht's. Das sieht man doch ganz stark nach Reh aus. Von meinem Raschplatz aus steigt der Weg jetzt wieder sanft, aber bestimmt an. Aber so wie es aussieht, hätte ich gleich den Gipfel erreicht. Ja, wie erhofft geht es jetzt schön eben weiter. Ah, das ist immer schön. Da geht es jetzt hoch zum Bauwalder Fels. Sind wir mal gespannt. Und da guckt er schon zwischen den Bäumen durch. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Da scheinen öfter Leute Pause zu machen und zu übernachten. Bietet sich auch an einem Felsvorsprung. Aber ich gucke mir jetzt den Fels erstmal genau an. Da ist der Zugang gesperrt, warum auch immer. Aber es führt ein Weg also rum. Anscheinend ist das Gelände das Problem. Ah, schau, dass so diesig ist schon. Herrlich, trotzdem herrlich. So Leute, da sind die schon Bank. Da kann ich ein kleines Feuer machen, beziehungsweise der Hobo an. Da drüben ist ein schöner Platz, wo ich mich hinlegen kann. Und das wird dann meine Aussicht sein. Ich verbringe da die Nacht. So, ich baue jetzt auf, sammel Holz. Und wenn ich soweit eingerichtet bin, melde ich mich wieder. Obwohl es heute Nacht wahrscheinlich an den Gefrierpunkt gehen soll, habe ich den Carinthia tropen dabei. Allerdings mit einem zusätzlichen Mami-Liner. Und ich habe die gut Wollunterwäsche dabei zum Anziehen und schöne selbstgestrickte Wollsocken von meiner Mama. Aber jetzt ziehe ich erstmal was Trockenes an. Weil mein jetzt ist das Unterhemd ziemlich durchgeschwitzt ist.
meine neueste Errungenschaft. Ein aufblasbares Kissen. Rechnen soll es nicht heute Nacht. Also spare ich mir vorerst das Tab. So, Feuer brennt, qualmt halt ein bisschen, weil das Holz ziemlich feucht ist. Hat viel gerechnet in letzter Zeit, aber es funktioniert. Ist das nicht ein geiles Abendrot da hinten? Wahnsinn. Und da schlafe ich heute Nacht. So Leute, und jetzt gibt's erst mal einen guten Linseneintopf mit Speck. So Leute, was Warmes auf die Nacht mit der Aussicht. Ist das nicht herrlich? Mahlzeit. Es ist jetzt 10 vor 6. Die Uhr ist am Wochenende umgestellt worden. Und es ist jetzt echt schon fast finster. Der Mond ist auch schon aufgegangen und die Temperaturen ziehen auch langsam an. Ja, so sieht es momentan aus. Ziemlich duster. Aber herrlich, einfach herrlich. So Leute, es ist kurz vor 7 Uhr abends. Ich bin jetzt aber schon in den Schlafsack gekrochen, weil es wird echt kalt. Also ich bin immer gespannt, ob mein Equipment ausreichend ist, um die Nacht einigermaßen zu überstehen. Ich werde jetzt noch ein bisschen lesen, weil wie gesagt, es ist ja noch relativ früh am Abend. Vielleicht melde ich mich noch einmal. Ansonsten sage ich euch mal schon gute Nacht.